ein Sportsmann durch und durch steht neben mir, egal ob Fußball oder Pferde. Ich glaube, für Sport kann man Sie immer begeistern, Herr Slomka, oder? Ja, Wassersport, Sport im Schnee, Sport auf dem grünen Rasen, so wie hier heute auch das Pferderennen. Und dafür ist Hannover bekannt, ne? Für guten Fußball und für gute Pferderennen. Ich glaube, die zweite Sportart nach 96 ist hier sogar die neue Bult mit Gregor Baum. Sie sind regelmäßiger Besucher. Wie gern kommen Sie hierher? Sehr, sehr gerne. Ich bin jetzt das dritte Mal hier in dieser Saison. Also eigentlich ein regelmäßiger Gast. Ich unterstütze auch sehr gerne Gregor Baum, weil ich es fantastisch finde, wie er diesen Rennverein führt. Und gerade auch heute bei solchen Witterungsbedingungen, wie wir sie hier heute sehen, sind trotzdem so viele Fans da, so viele Zuschauer da, die sich einfach an diesem Ambiente erfreuen und an den schönen Sport erfreuen, an den schönen Pferden erfreuen, an dem Tempo des Rennens erfreuen. Also ich bin unglaublich gerne und oft hier. Das heißt, Sie kennen sich auch aus. Wetten Sie auch? Sind Sie risikofreudig? Ich bin sehr risikofreudig, weil ich überhaupt keine Ahnung habe. Regelmäßig Geld verliere, aber es ist ja dann auch in guten Händen. Wie geht's Ihnen sonst so zurzeit? Mir geht's gut. Ich hoffe, das sieht man. Ja? Nein, mir geht's gut. Natürlich ist es so, dass ich lieber jetzt in der Vorbereitungstrainingslager wäre mit irgendeiner Bundesligamannschaft. Jetzt hat es nicht gepasst. Ich wünsche meinen Kollegen viel Glück, aber irgendwann wird vielleicht der Zeitpunkt kommen, dass ich dann auch wieder auf dem Platz stehen darf. Das heißt, Sie beobachten nicht nur die Pferde hier, sondern auch die ganzen Bundesligisten, was passiert, und gucken bestimmt auch mal bei dem einen oder anderen vorbei und halten Kontakte. Ja, jetzt darf ich das ja auch. In der letzten Saison habe ich mich nicht so gut gefühlt, nicht so wohl gefühlt, in den Stadien zu sein, aber jetzt zur neuen Saison möchte ich natürlich jeden Verein sehen. Nicht nur in Deutschland, ich konzentriere mich auch so ein bisschen auch woanders hin, weil die Bundesliga kenne ich ja. Ich denke, der englische Fußball ist spannend, der französische Fußball wird spannender, der spanische Fußball sowieso. Und was, glaube ich, ganz schön wäre, nach Argentinien zu gehen, vielleicht die eine oder andere Woche, weil dort wird sehr kreativ trainiert und das ist etwas, wo man sich noch was abgucken kann. Das heißt, Weiterbildung nicht hier auf dem grünen Rasen, sondern auch auswärts. Vielen Dank und viel Glück. Und ja, ein Mann, der wirklich auf dem grünen Geläuf zu Hause ist, Mirko Slomka.